In dem Video soll es davor gehen, wie man Brennholz trocknet im Trocknungscontainer und wie das Ganze aussieht. Da würde ich jetzt euch gern mitnehmen. Der Trocknungscontainer, der ist geeignet für mehrere Sachen zum Trocknen. Weizen, Mais, Hackschnitzel, Sägespäne und natürlich auch Brennholz. Hier ist die große Öffnung für den 50 cm Schlauch von der Biogasanlage, dass er ordentlich warme Luft durchströmt. Ich zeige euch jetzt, wie das innen aussieht. Und dazu machen wir jetzt mal auf. In dem Licht kann man die Strömungskanäle jetzt optimal sehen. Strömt die Luft dann komplett durch. Und da sieht man auch teilweise die winzige kleine Löchle da drinnen. Und dann kann die Luft da schön sauber durch. Da sieht man es nochmal. Das ist der Deckel von außen. Da kommt es praktisch dann reingeströmt, die Luft. Und geht dann dort durch. Somit wird es dann schön sauber gleichmäßig getrocknet. Da hängt das Ganze jetzt an der Biogasanlage. Da wird der Schlauch angeschlossen, den habe ich ja schon erwähnt. Und das ist praktisch die Abwärme von der Biogasanlage. Wir haben jetzt während der Trocknung ein Vlies drüber gelegt, dass zum einen die Luft unten durch kann und raus und zum anderen das Brennholz von oben nicht ganz so nass wird. Hier sieht man jetzt, wo die ganzen Schläuche da abgehen. Hier sind da die Regler für die Luftmenge, wo durch muss. Kann man regeln. Und dann sind es hier kontinuierlich ca. 80 Grad Wärme, wo da durchströmt. Wenn man da noch langt an die Schläuche, dann sind die alle recht warm. Und dann geht so eine Trocknung auch recht zackig. Also ca. 4 Wochen hat man dann unter 20% Restfeuchte des Brennholz getrocknet. Hier sieht man auch die zwei Auspuffrohre von den Motoren, wo Strom produzieren kontinuierlich und halt die Abwärme dann entsteht, wo weg muss. So oder so. Also entweder ab in die Luft oder hier durch. Also, das war's auch wieder zu dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!